Heute, liebe Freunde des guten Geschmacks, geht es um den Tequila Sunrise Cocktail. Es gibt im Allgemeinen wenig Tequila Cocktails, die weltweit berühmt sind. Dazu zählen eben die Paloma, die Margarita und halt eben der Tequila Sunrise Cocktail. Wenn du dich fragst, was einen Tequila Sunrise ausmacht, welchen Tequila man für diesen Cocktail verwendet und wie man ihn zubereitet, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen bei Better Choices. Ich bin der Reinhold und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, dann abonnier diesen Kanal und drück die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Denn es geht um Cocktails, deren Zubereitung und Geschichten und alles, was dazugehört. Für das Tequila Sunrise Cocktail Rezept benötigst du Blanco Tequila, also einen klaren Tequila. Ich verwende hierfür einen 100%igen Agaven Tequila. Kostet zwar ein paar Euro mehr, doch ich habe im Gegensatz zum Mixto Tequila, der nur zu 51% aus der blauen Weber-Agave besteht und der Rest aus anderen Zuckerquellen, keine Kopfschmerzen am nächsten Tag. Dazu gesellt sich eben noch frisch gepresster und abgesiebter Orangensaft und selbstgemachte Grenadine, die erstens einmal, weil es besser schmeckt, und zweitens, weil sich darin keine künstlichen Zusatz- und Aromastoffe befinden. Wie man die macht, zeige ich dir gerne mal in einem anderen Video. Von dem Tequila Sunrise Cocktail Rezept gibt es eigentlich genau zwei Versionen. Die erste Version wurde laut Dave Wondrich, das ist ein Spirituosenhistoriker, eigentlich in Aqua Caliente, das ist so ein Feriendorf in Tijuana, in der Zeit der Prohibition zwischen 1925 und 1930 erfunden. Doch auch Gene Sulit aus dem Arizona Biltmore Hotel behauptete eigentlich, der ursprüngliche Schöpfer des Tequila Sunrise Cocktails zu sein. Er besteht aus Blanco Tequila, Creme de Cassis, Limettensaft und Sodawasser. Und wem wir den Tequila Sunrise Cocktail, so wie wir ihn heute kennen, zu verdanken haben, das erzähle ich dir, nachdem ich ihn für dich zubereitet habe. Wir brauchen heute ausnahmsweise mal keinen Shaker, sondern wir werden das Ganze in einem Long Drink Glas, auch als Highball Glas bekannt, mixen bzw. zubereiten, was auch Build in Glass genannt wird. Dazu benötigen wir auf jeden Fall mal ein paar Eiswürfel, fünf cl Tequila deiner Wahl, am besten aber ein Blanco Tequila. Auffüllen mit frisch gepressten Orangensaft. Kurz umrühren, damit sich die Zutaten gut vermengen. Und 2 cl selbstgemachte Grenadine dazu. Direkt drüber. Durch den hohen Zuckeranteil setzt sich natürlich der Grenadinesirup unten ab. Du bist wahrscheinlich gewohnt den gekauften Grenadine, der heller ist. Und das ergibt dann natürlich auch einen helleren und schöneren Sunshine-Effekt, aber in dem Fall nicht, weil, wie du siehst, burgunderfarben, aber dafür natürlich, ohne Aromastoffe, ohne Zusatzstoffe. Ebenfalls mit Strohhalm kurz umrühren und dekorieren werde ich es einfach mit einer Orangenscheibe. Die ich einfach so dazu stecke. So, wir kosten das Ganze. Ich
Man merkt schon den Unterschied, wow. Schön süß, fruchtig, leicht rauchige Note durch die blaue Agave des Tequilas. Mhm. Übrigens, interessiert an T-Shirts, die sich mit dem Thema Cocktails auseinandersetzen? Dann schau mal in den Better Choices Shop. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ach ja, den Tequila Sunrise Cocktail, so wie wir ihn heute kennen, haben wir den Barkeeper Bobby Lotzhoff, ich hoffe, er verzeiht mir, zu verdanken, der in dem damals größten Tequila-Restaurant arbeitete. Der hat nämlich diesen Drink, Mick Jagger von den Rolling Stones, die in diesem Lokal Gäste waren, während ihrer berühmten Tournee 1972 serviert. Mick Jagger hatte so großen Gefallen daran gefunden, dass er diesen Drink, wo auch immer er hinkam, bestellt hat. Ja? Und so landete er mit der Zeit auf vielen Barkarten Amerikas, die dann irgendwann einmal auch zu uns den Weg fanden. Du findest im Übrigen das Rezept sowie weitere für dich nützliche Links unten in der Videobeschreibung. Ich danke dir fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und natürlich noch eine schöne Zeit. Bis dann, ciao!